Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton muss das Duell mit Sebastian Vettel in Montreal ohne die geplante nächste Ausbaustufe seines Mercedes-Motors bestreiten. Das teilten die Silberpfeile am Mittwoch mit. Das eigentlich für den Großen Preis von Kanada, Sonntag 20.10 Uhr RTL, geplante Upgrade komme aufgrund eines Qualitätsproblems doch noch nicht zum Einsatz und ist nun für das folgende Rennen im französischen Le Castellet 24. Juni angedacht. Dies gilt nicht nur für die Werksautos von WM-Spitzenreiter Hamilton und dessen Teamkollegen Valtteri Bottas, sondern auch für die Boliden der Kundenteams Force India und Williams. Hamilton führt das Klassement derzeit mit 14 Punkten Vorsprung auf Ferrari-Pilot Vettel an. Bei der Scuderia wird für das siebte Saisonrennen in Montreal ein Antriebsupdate erwartet, die weiteren Hersteller Renault und Honda haben ein solches bereits bestätigt.